Durchhalteparolen, wütende Fans. Verweise auf das mathematisch noch mögliche, der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga tritt in seine heiße Phase. Die Nervosität bei den betroffenen Clubs wird immer größer, um die Moral in ihren Teams aufrechtzuerhalten. Verweisen die Verantwortlichen auf die 21 Punkte, die auf dem Platz gemacht wurden, die Coaches beschwören, dass zur Verhinderung des Absturzes in die Zweitklassigkeit auch Kampf notwendig ist, the same procedure as every year, dass das spielerische Reservoir bei den betroffenen Teams limitiert ist. Liegt auf der Hand, nicht umsonst befinden sie sich in der unteren Tabellenregion, um das Schlimmste zu verhindern. Sind Ideen gefragt, besser noch, deren praktische Umsetzung, dass dabei ein hohes Maß an Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit notwendig ist. Liegt auf der Hand, die größten Sorgen haben der Hamburger SV, der eine FC Köln, die eigentlich keine ist, bei der 1:2 Heimniederlage gegen eine zuletzt schwache Berliner Hertha lebte bei den Hamburgern zwar ein Hauch von Widerstandsgeist auf. Doch in der zweiten Spielhälfte fielen sie in alte Verhaltensmuster zurück und überließen dem Gegner alle drei Punkte, da half auch nicht, der in den letzten Spielen mehr mit sich selbst als mit dem Spiel zu tun hatte. Machte seinem Ärger Luft und attackierte Titzes. Ist total schade, dass viele erfahrene Spieler nicht dabei sind. Sie sind wichtig für die Mannschaft. Es war nicht die beste Lösung. So Papadopoulos. Er blendete allerdings aus, dass es die erfahrenen Spieler waren, die den HSV in diese missliche Lage gebracht haben, dass es in Hamburg drunter und drüber geht. Zeigt auch die Personalie Wallis von Gisdol zuletzt ignoriert. Bei Hollerbach in der Startelf. Nun wieder außen vor, der Brasilianer antwortete auf seine Nichtberücksichtigung im Hertha-Spiel mit Abwesenheit im Stadion. Er findet sich nun in der U21-Mannschaft wieder, die bislang erfolgreich in der Regionalliga Nord kickt. Zu den Problemen mit dem Kader kommen die Chaoten, die mit geschmacklosen Aktionen das HSV-Personal bedrohen. Das Hamburger Restprogramm: VfB Stuttgart A, Schalke 04 H, TSG Hoffenheim A, SC Freiburg H, VfL Wolfsburg A, Eintracht Frankfurt A. Der 24-Jährige war das Herzstück einer überzeugenden Kölner Mannschaft, ein großer Pluspunkt ist. FSV Mainz 05 H, Hertha BSC A, Schalke 04 H, SC Freiburg A, Bayern München H. Dass der selbsternannte Karnevalsverein regelrecht um den Abstieg bettelt, nur der Umstand, dass Köln und der HSV bereits so weit weg sind. 1 FC Köln A, SC Freiburg H, FC Augsburg A, RB Leipzig H, Borussia Dortmund A, Werder Bremen H. Punktgleich mit den Mainzern ist der VfL Wolfsburg. Sein Start in Wolfsburg ging buchstäblich in die Hose. 1:1 in Mainz, 1:2 gegen Leverkusen, 0:3 in Sinsheim und 0:1 gegen Schalke, nur ein Punkt aus 4 Spielen. Der Coach, der vor 3 Jahren mit dem Hamburger SV in der Relegation den Klassenerhalt schaffte, das Training zu intensivieren bei Hertha BSC, soll dann der erste Befreiungsschlag gelingen. Möglich ist, dass der VfL erneut in die Relegation muss. Vor knapp einem Jahr hat man sich dort gegen Eintracht Braunschweig nur knapp durchsetzen können. Das Wolfsburger Restprogramm: Hertha BSC A, SC Freiburg A, FC Augsburg H, Borussia Mönchengladbach A, Hamburger SV H, RB Leipzig A, 1 FC Köln H. Die besten Karten im Abstiegskampf hat zweifellos der SC Freiburg. Mit 30 Punkten liegen die Breisgauer zwar 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Dass die Pause kommt, sagte der Trainer nach dem Spiel streichweise.
dass sein Team jedes Mal Großes leisten muss, um in der Bundesliga zu bestehen, was wir körperlich abspulen müssen, weil es nicht anders geht. Ist absolut grenzwertig. Spielerische Unzulänglichkeit muss beim Sportclub mit starker Laufleistung wettgemacht werden. In den letzten Spielen hatten sich die Freiburger, die jedes Jahr wichtige Spieler ziehen lassen müssen, nur wenige Torchancen erarbeitet, aber in schwierigen Momenten kann Streich in der Regel immer auf Stürmer Nils Petersen setzen, der mit 13 Treffern der derzeit torgefährlichste deutsche Stürmer in der Bundesliga ist. Der SC Freiburg spielt immerhin noch gegen 4 mitgefährdete Mannschaften. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch in der kommenden Saison Erstliga-Fußball in Freiburg zu sehen ist, ist groß. Das Freiburger Restprogramm: Schalke 04a, VfL Wolfsburg H, FSV Mainz 05a, Hamburger SVA, ein FC Köln H, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg H. Quelle: ntv.de.